Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu HWK TV. Am Mittwoch wurde hier die Ehrennadel des Handwerks an den Ministerpräsidenten Kurt Beck verliehen. Die Ehrennadel, das ist die höchste Auszeichnung des Handwerks und wird nur an besondere Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Politik und Handwerk verliehen. Und die Verleihung, die fand hier im Kompetenzzentrum in Koblenz statt und da schauen wir jetzt mal für Sie rein. Pünktlich um 14 Uhr fuhr der Ministerpräsident am Kompetenzzentrum der Handwerkskammer in Koblenz vor. Begleitet vom Präsidenten der Handwerkskammer Karl-Heinz Scherhag und dem Hauptgeschäftsführer der Kammer Dr. Karl-Jürgen Wilbert wurde Kurt Beck durch ein Spalier begeisterter Handwerkslehrlinge in den großen Sitzungssaal des Kompetenzzentrums geführt, wo ihm die goldene Ehrennadel des Handwerks verliehen wurde. In seiner Ansprache unterstrich Kammerpräsident Karl-Heinz Scherhag die Bedeutung der Auszeichnung, welche die höchste Ehrung ist, die das rheinland-pfälzische Handwerk zu vergeben hat. Eine Ehre, der sich der Ministerpräsident durchaus bewusst ist, wie er in einem an die Feierstunde angeschlossenen Interview erkennen ließ. Mit der Verleihung der goldenen Ehrennadel wollte die Handwerkskammer und das Handwerk insgesamt ihren Dank und ihre tiefe Verbundenheit zum Politiker und Menschen Kurt Beck ausdrücken. Nach der Verleihung der Ehrennadel an den Ministerpräsidenten Kurt Beck ließ der es sich in einem anschließenden Rundgang nicht nehmen, Hightech zu besichtigen und das neue Fernsehstudio. Und in diesem stellte er sich dann den Fragen des Hauptgeschäftsführers Dr. Karl-Jürgen Wilbert. Herr Ministerpräsident, Sie haben hohe und höchste Auszeichnungen. Sie haben heute von der Kammer Koblenz durch den Kammerpräsidenten diese kleine, sehr ehrlich gemeinte Auszeichnung bekommen. Was sagt das? Emotionalisiert das Sie ein bisschen? Sehr. Ich muss sagen, ich fühle mich ganz besonders auch emotional angesprochen, weil ich den Eindruck habe, dass das, was in und ums Handwerk geschieht, besonders nah an den Menschen ist, besonders mitten in der Gesellschaft stattfindet. Und wenn für einen Beitrag, den sicher viele erbringen, denn die gesamte Regierung, der gestützt durchs Parlament erbracht werden kann auf staatlicher Ebene, aber wenn dann auch der persönliche Anteil gewürdigt wird, dann finde ich das schon etwas berührend und auch aufmunternd. Sie haben eben, Herr Beck, sehr prononciert, sehr deutlich für die Durchlässigkeit des Bildungssystems gesprochen. Das ist das, was uns auch auszeichnet im Dialog mit der Landesregierung. Man muss alles erreichen können. Ob das wirklich jeder soll, das sind vielleicht ganz wenige nur, aber die Möglichkeit muss bestehen. Ja, wie ist es mit Hauptschule? Wo starten wir? Wir sind uns gewiss, dass wir die Hauptschule weiterentwickeln müssen. Ich glaube, dass der Hauptschulbildungsgang und der berufsqualifizierende Abschluss, den die Hauptschule zu leisten hat, auch in Zukunft gebraucht wird. Und deshalb sind wir derzeit dabei, auf Landesebene die Attraktivität dieses Bildungsabschlusses zu erhöhen, auch dort die Querdurchlässigkeiten zu Realschulabschluss beispielsweise oder ähnlich qualifizierenden Abschlüssen an berufsbildenden Schulen etc. voranzubringen. Ich hoffe, dass wir einen nahtlosen Übergang schaffen können, aus der jetzigen Hauptschulstruktur in stärker zentral zusammengebundene Strukturen, die allerdings nicht wegrücken dürfen, räumlich allzu weit von den Wohnorten der Menschen. Das ist wiederum die Sondersituation. Das heißt, das dreigliedrige Schulsystem ist noch nicht tot? Ich glaube, dass es nicht tot ist und auch nicht sterben sollte. Was anderes das Handwerk will das gerne hören. Ja, was anderes ist, es so zu organisieren, dass es eben bei zurückgehenden Schülerzahlen auch differenziert genug angeboten werden kann. Von Handwerk und Politik nun zu Handwerk und Unterhaltung. Diese Mischung finden Sie auf dem Koblenzer Schengelmarkt vom 14. bis 16. September. Und dort laden rund 100 Kunsthandwerker zum Stöbern und Entdecken ein. Und mit diesem Veranstaltungstipp möchte ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal, Ihre Katharina Buch.